Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jawohl, wir sind hier in Sanctuary Hills, haben im letzten Part unseren ganzen Krempel hergebracht und wir haben ein bisschen was an unsere lieben Carla hier verkauft. Es würde genügend, also wir hätten jetzt genügend Kronkorken, um einen einzigen weiteren Marktstand bauen zu können. Ich dachte mir, ich habe mir jetzt spontan überlegt, das Ganze trotzdem nochmal etwas zusammen zu sparen und dann wieder eine Baufolge zu machen. Es wäre mir persönlich ehrlich gesagt lieber, weil wir müssen ja auch noch die Straßenlaternen und so weiter mit Strom versorgen. Dann könnten wir heute noch den letzten Park fertig machen, vielleicht sogar, also überhaupt, vielleicht nicht unbedingt heute, aber die nächsten Tage den letzten Park fertig machen, die Raider einteilen und vielleicht haben wir dann Nuka-Cola World schon abgeschlossen. Das werden wir dann erleben. Wäre mir persönlich lieber und danach wieder eine schöne Baufolge hier in Sanctuary Hills. Würde ich am liebsten machen. Nichtsdestotrotz, da wir eh nur einen Marktplatz bauen, also einen Marktstand, einen weiteren bauen können, werde ich mal zurück nach Nuka-Cola reisen. Und ich werde mir mal den nächsten Park anschauen. Ich habe noch ein bisschen gekocht, nur ein paar Kleinigkeiten, aber die heilen gar nicht mehr so schlecht. Ja, ich werde es wahrscheinlich brauchen. Keine Ahnung, was uns im letzten Park dort erwartet. Denn Fatman und so habe ich wieder abgegeben, das habt ihr eh gesehen. Für den Fall, dass man brauchen, holt man halt einfach wieder. Wir wissen ja eh, wo er liegt. Oder wo er, ja, wo er gelagert ist. Ja, so. Komm schon, lade. La 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 lade. Marmelade, du lade. Jo. Was könnten denn noch für Viecher sein? Jetzt kommen alles voll Todeskrallen. Nur mehr Todeskrallen. Alles andere ist Schwachsinn. So, also hier hin. Ich bin gespannt. Und dann wäre eigentlich noch das Außen drumherum noch zu erkunden. Da ist sicher ganz, ganz, also gibt es sicher viel Schrott und so. Kann ich mir vorstellen. Oder ist es einfach nix, was auch möglich sein könnte, tut. Jo. Unser bester Freund, der Ladebildschirm. Es ist halt auch groß und weit alles. Mir wundert es nicht, dass es so lange braucht beim Laden. Aber ja. Ja. Wir haben sie hinbekommen. Blümchen? Nix Blümchen. Müll? Ja, Müll. Was? Da riecht's verbrannt. Na, was war denn das jetzt? Warum brennt der Müll? Das ist aber nicht gesund, wenn da der Reifen brennt. Ui, da haben wir noch schöne Sachen. Entschuldigung, da musste ich mal kurz husten. Husten, Flatter, entsetzen. Warum brennt da der Müll? Da drüben funktioniert echt was. Leute, scheint, als hätten wir wieder mal einen ungebetenen Gast im Park. Du spinnst ja, da wohnt jemand. Los, meine Freunde, die Show beginnt. Nicht schon wieder Wobei sowas. Ich glaube, dass du es bis zum Theater schaffst. Ach komm, Sollen nicht schon wieder. Abschließen, wo es hingeht. Was meint ihr, Freunde? In die Tunnel? Ins Funhaus? Oh Gott, Ada. Es geht schon wieder los. Aber mit Ada fühle ich mich sicher. Ein Was magisches Königreich. Kannst du den Zauberer nicht finden? Ich hätte dich ja eigentlich für die Vogelscheuche gehalten. Wenn ich dich erwische, reiß ich dir dein Arsch bis zum Gesicht auf, keine Ahnung.
sind in der Schule für unhöfliche Bastarde? Was ist in der Schule für so ein komischer grüner Nebel? Ich bin nicht organisch und verschmutzt. Daher macht mir die Strahlung nichts aus. Bei Ihnen ist das anders. Naja, es geht. Die Powerrüstung und so, ne? Wobei ich mal so eine Köterkeule essen könnte. Die würde das wieder wettmachen. Schön, das heißt, jetzt kann ich hier wieder aufpassen auf eventuelle Fallen und solche Späße oder was. Ah, Edda, hallo. Das ist ja echt nicht... Naja, das ist ja wieder unglaublich. Servus. Ja, da waren wir. Das war's dann auch schon wieder, ne? Das erste Häuschen hätten wir schon. Ist da drüben gerade irgendwer gelaufen? Ich hatte gerade das Gefühl, da drüben ist jemand gelaufen. Bemalter Ghoul. Haben wir ihn erwischt? Ich glaube nicht. Jetzt. Wow. 46 gibt da einer. Schön. Sauber. Da. Gibt's noch mehr? Ich glaube nicht. Warum ist jetzt hier wieder... Gefällt dir dieser tolle leuchtende Nebel? Fühlt sich doch super an. Du bist ein Arschloch. Rechner sorgen überall in Kitty Kingdom dafür, dass es angenehm kühl ist und du immer schön verstrahlt bleibst. Was ist das für ein Arschkopf? Das muss ein Gunner sein oder so. Schau, wer da drüben ist. Alter, ist ja nicht normal, oder? Ein bemalter Ghoul. Wie bitte haben die denn das wieder hinbekommen? War doch immer noch ein dritter, oder? Dich hatten wir schon, ne? Dich hatten wir auch. Wo ist der dritte verstorben? Der muss dann doch hier rausgefallen sein, irgendwo. Naja, den finde ich jetzt nicht mehr an, wahrscheinlich. Mist. So, wie komme ich da wieder raus? Da drüben. So, mal raus hier. Toll. Das gefällt mir jetzt gar nicht, ehrlich gesagt, irgendwie. Riesenrad. Und da steht noch. Krasses Pferd. Krasses Pferd. Mann, dieser Nebel geht mir auf den Nerv. Jetzt immer ein schön. Ja, ja. Ich wollte. Hast du was erwischt? Na, hast du nur so angehört. Okay. Boah, dieser radioaktive Kacknebel, ne? Und mit dem Riesenrad mitfahren funktioniert, oder wie? Werden wir gleich probieren, oder? Probieren wir es doch mal aus. Hüp. Jo, nix ist. Gut, passt. Nix ist. Dann sind wir da schon fertig, oder wie? Dann brauchen wir nur die Sachen hier mitnehmen. Wie das schön aufsortiert darstellt, genau. Da steht. Wirklich nur so zum Mitnehmen. Da ist doch sicher eine Absicht dahinter. Meine Freunde, sagt er zu bemalte Ghule. Verstehst du? Bemalte Ghule. Ist hier kein Kasperltheater hier, oder doch? Was?
Ah, da kommt's raus. Die Kacke. Super schön unterirdisch, ne? Na, so haben wir es doch am liebsten. Passt, ich glaube, hier haben wir alles. Ja. Da haben wir halt alles uns angeschaut tut. Ruck, ruck, ruck. Dann geht's hier halt weiter, ne? Alles voll verstrahlt. Also irgendwie ist das gerade ein bisschen mager an Gegnern. Aber ich glaube, das werde ich mir... Also diese Worte... Schnappen Sie sie mir. Wer? Wo? Was? Da! Hin ist er. Ja, schön auffüllen. Was hätten wir denn hier Schönes? Ich wollte nur sagen, diese Worte werden mir wahrscheinlich bald im Hals stecken bleiben. Warte, was? Wo kommt denn der jetzt her? Boah, wo ist denn der hingeflogen? Was? Hey, Edda, das waren meine Punkte. Ein legendärer. Na fein. Ja, super, durch die Wand. Haut nicht hin wahrscheinlich. Jawohl. Hat aber gezählt für uns. Oh, Entschuldigung, ich habe wieder zu schnell gedrückt. Nicht gelesen, was wir bekommen haben. Zählt das jetzt für den Ghoul, weil sein Fuß da lag? Ich hoffe. Schaut so aus. Ist das normal, dass auf einmal alles da eingeschalten ist? Ich hoffe. Was haben wir denn Schönes bekommen, tut? Das war ein Raketenwerferschwerer. Ignoriert 30% der Schadens- und Energieresistenz des Ziels. Okay. Also nur so ein Tipp am Rande eigentlich, ne? Wenn ihr möchtet, wenn ihr das Spiel selber spielt, müsst ihr die Parks nicht so machen, wie ich es getan habe. Da wäre es schon nicht schlecht, diesen Raketenwerfer mit zur Meyer-Lurk-Königin zu nehmen, also zu dieser Nuka-Lurk-Königin, und die damit wegzupusten. Das hört sich vernünftig an. Ich habe keine Ahnung, wohin zuerst, da nach hinten oder dahin oder überhaupt. Wollen wir es halt mal da lang. Ah, da steht er. Da steht er auf. Ein vertrockneter Ghoul. Au, spielst du sogar mal? Weg mit dir. Oh, geht ja. Ein vertrockneter Ghoul, da gibt es so viele EPs. Großartig. Ja, das ist großartig. So, ich glaube, da ist soweit nichts. Peter? Okay. Ich dachte schon, sie hatte gerade ein Problemchen. Ja, das entsperren wir gerne. Ein Problemilein. Lala. Lala, lala, lala. So schön. Geschafft. Gut, geschafft. Jawohl, haufenweise ein paar Trönchen. Der Skillpunkt zahlt sich aus, meine Lieben. Er zahlt sich aus. Oh, da vorne. Ich dich sehe. Jesus, na, den hat's umgehauen. Ich glaube, Edda war schneller. Ui, ui. Jetzt war ich schneller. Wow. Okay, noch jemand? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Es geht. Also mit der Bufen da, die wir da hier haben, tun. Da geht's, muss ich sagen. Diese Säulen, da gehen wir am Nerv. Mit dem ganzen radioaktiven Mist. Wow, da drin ist viel. Der Mülldings war jetzt ergiebig. Ich habe keine Ahnung, wo wir zuerst hin sollen am besten. Auf jeden Fall müssen wir anscheinend drei Dungeons. Ja? Ja. Da haben wir es wieder mit einem offiziellen Vollpfosten zu tun. Ja. Der scheinbar Grütze im Hirn hat.
Was weiß ich, keine Ahnung. Ist da gar nichts versteckt? Nö. Also, okay. Also hier oben gefällt es mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Schöner Überblick. Da kann man vielleicht den einen oder anderen schon mal umschießen. Schaut sauber aus. Ist dann gar nicht Not. Nicht weiter? Ist dann gar nicht Not. Ach so, kommt man hin. Aha. Und da drüben, hier. Da ist ja ein bemalter Ghoul. Jö, schau. Den werden wir gleich umhauen. Ja, wenn ich ihn erwischen würde. Wie soll ich den da treffen, bitte? Ja, das war für Hugo. Für den Hugo war das. Ich muss nochmal runter. Irgendwo da drüben. Da. Da irgendwo war ein Ghoul. Huch. Hat das gereicht? Entschuldigung. Ja, ich glaube, das hat gereicht. Ich meine, natürlich hat es gereicht. Selbstverständlich hat es gereicht. Au! Na, halt die Fresse. Schalt aus den Dreck. Na, will er nicht. Ich wollte die ganzen Minen da entschärfen eigentlich, ne, aber... Was? Alter, was denn? Ich muss mal was essen. Wo war die jetzt bitte? Die habe ich nicht gesehen. Wieder mal. Schweinebacken, echt. Hilfsmittelchen. Wir brauchen. Wo bist denn du? Knusprige Höllendingens. Na, ich wollte diese. Da, die Mutantenkeulen. Genau. Mutantenhundekeulen. Da werden wir zwei essen. Und. Dann schauen wir mal, wie weit das heilen tut. Ja. Okay, viel war es jetzt nicht unbedingt. Na komm. Aha, man hat da mal ein Loch. Und zwar jetzt. Eda, gehen wir mal aus dem Weg. Hui. Drüben will den will ich auch entschärfen. Und hepp. Das Souvenirlein nehmen wir auch gern mit. Und wann kommt's? Die Edda. Scheiße, die ist jetzt im Ding gefangen. Ups. Oh weia. Müsste passen. Ich glaube, wir haben es. Wir haben es. Da hinten ist auch was. Ach. Puh. Wo geht's denn hier hin? Ja, war klar. Um die Ecke. Wo krabbelst denn du raus? Kannst dir auf jeden Fall gleich mal liegen bleiben. Ein bemalter Ghoul. Ja. Ofenhandschuh. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Jawohl. Wow. Noch jemand? Tatsächlich. Da ist noch einer. Nicht erwischt. Ich habe nicht erwischt. Ich habe nicht erwischt. Ich habe nicht erwischt. Das gibt's nicht. Jawohl. Jetzt haben wir erwischt. Entschuldigung. Ich schaue gerade lustig aus. Alter. Ja, bei uns werden sogar Ghule akrobatisch zu akrobatischen Hochleistungen angespornt. Ja. Das ist einfach so. Das will ich noch mitnehmen. Jö, haufenweise Becherchens. Ja, hallo? Hallo? Haufenweise Becher.
Ich glaube, weil es hier ein bisschen verrückt zugeht, das wäre, glaube ich, ein schönes Plätzchen für diese Raider-Jünger. Ne? Die ersten, also die erste Gruppe, die wir von den dreien besucht haben. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für sie. So ein Vergnügungspark. Hm, was? Ich habe irgendwie das Gefühl, das sind hier... Alter! Woher weiß denn der, wie ich ausschaue? So ein unhöflicher Fatzke. Warte nur, wenn ich dich erwische. Dann werde ich dir zeigen, wer einen großen Bauch hat, ja? So eine Frechheit, echt. Dabei habe ich schon 5 Kilo abgenommen, diese blöde Misskuh, echt. Sowas von unhöflich, wirklich. Das kann man doch nicht sagen, sowas. Das ist immer so ein empfindliches Thema bei uns Damen. Hey, unfassbar. Unfassbar. Da drüben, ich sehe dich. Und schau, was ich mit dir mache. Boom. Ja, aufgeladen. Wo ist der Nächste? Meine Güte, jetzt dachte ich mir, was ist denn das? Okay. Ja, das ist definitiv der richtige Platz für die Jünger. Also aus meiner Sicht halt. Empfinde ich halt so. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ehrlich nicht. Ich würde gerne mal einen Teil fertig machen. Ein ganzes Eck. Und dann renne ich wieder weiter, weil da hinten wieder was liegt. Und wieder ein neuer Raum. Und wieder mehr zum Entdecken. Und wieder noch... also... Ja, das sind wieder diese Postkarten. Die klicke ich einfach mal so mitsamt alles da weg tun. Dann schauen wir mal darauf. Ja. Irgendwie ist hier trotz allem tote Hose. Also so ein Stress, wie ich es gerade vorhin, also mit der Luca, Lurk-Königin und so hatten. Also das ist hier irgendwie chilliger. Ich meine, das soll jetzt keine Beschwerde sein, das ist auch schön so. Aber wo? Es wäre eh nicht so schön, wenn man von Ghoulen überrannt werden würde. Denn irgendwann wird die Munition von dieser hübschen Waffe hier wahrscheinlich auch sich verabschieden. Was ist das für ein Haus? Ich fürchte, das wird ein Dungeon sein wahrscheinlich. Könnte ich mir halt vorstellen. Ein kleiner Dungeon. Oder vielleicht auch ein größer. Wow, wo kommst denn du jetzt her? Tschüss! Ich glaube, der wollte sich ein Souvenir kaufen. Entschuldigung, ich habe mich einfach nur erschrocken. Kann ich hier nichts dafür? Oh. Ich muss mal irgendwo anfangen. Ich kann nicht die ganze Zeit nur herumglubschen und schauen. Ich muss auch mal wo anfangen. So, fangen wir dann halt... Bist du leer? Ja. Fangen wir mal... Achso, da ist gar keine Tür. Okay. Okay, warte mal ganz kurz. Zeigt mir die Karte, wo wir hin müssten. Taten. Das magische Königreich. So, schauen wir mal, ob es uns helfen tut. So. Ja, eigentlich... Ist das wirklich ein Schloss? Es ist ein Schloss. Das magische Königreich. Na fein. Das heißt, wir müssen uns mal quasi durch die Stadt begeben. Hinter uns. Mhm. Irgendwie mal durch die Stadt und dann müsste es da oben schon richtig gewesen sein. Wenn es hier irgendwie... Ah, über die Brücke freilich. Ich bin ein Profi. Über die Brücke. Was? Was? Entschuldigen? Na, würdest du? Jawohl! Moment, der hatte gar keine Hände. Bemalter Ghoul. Na doch, die waren irgendwie nach hinten gefesselt. Oh Gott, wo stehe ich denn? Noch mehr? Eda, wo bist du denn? Eda? Freundin?
weg. Wahrscheinlich wollte sie einfach mal mit dem Riesenrad fahren. Was, das war ein legendärer? Entschuldigung, ich wurde zu schnell geklickt. Was hat er denn gehabt? Was hat er denn gehabt für uns? Ein Waffen. Aha. War das das? Oder eine Kleidung? Könnte auch eine Kleidung gewesen sein. Das da? Ich glaube, das da war es, ne? Huch, der Bauch knurrt. Meiner halt. Erhöht die Laufgeschwindigkeit des Trägers. Naja, okay. Muss nicht sein. Look, look. Hallo. Ah, da ist er schon. Da ist ja schon noch ein legendärer. Aha. Jawohl. Da hat's ihn umgehauen. Da ist sie ja. Na, Edda, wie war dein Ausflug? Hast du mir was Schönes mitgebracht? Wahrscheinlich hat sie gerade vorhin mit dem Handy gerade Kotzwurf angerufen, ne? Was? Irgendwo steht einer auf. Und hat ihm erzählt, wie toll es sie ist. Wahrscheinlich hat sie ihn auch noch gleich gefragt. Oh, neben mir ist auch einer. Irgendwie dich habe ich nicht. Dich habe ich nicht kommen sehen. Ha. So. Wup, Level up. Yeah. Super. Super, super. Was? Radioaktiver Regen auch noch. Ah, da ist noch jemand. Entschuldigung. Zuerst aufladen. Ja, und jetzt da ins Kreuz schießen. Jawohl. Bam. So ist fein. Ja. Ich kann das auch, Edda. Ja. Nach so vielen Parts kann ich auch etwas umschießen. Ah. Gleich wieder aufladen, für den Fall der Fälle, dass uns wieder irgendwas überrennen möchte. Ach, schön. Nur ein umgefallener Ghoul ist ein guter Ghoul. Getarnt, Lederrüstung, linkes Bein. Wirst du im Nahkampf getroffen, wird alle 60 Sekunden ein Tarnfeld erzeugt. Boah, Deichsel, das ist aber nicht schlecht. Das ist aber nicht schlecht. Muss man gerade mal so sagen. Das ist echt nicht schlecht. Da fährt jetzt wahrscheinlich dieser eine... Da kommt er, glaube ich, schon. Oder ist er gerade weggefahren? Na, da kommt er. Hui! Und da hinten ist ein Ghoul. Ich habe dich gesehen. Jawohl. Uha. Mehr Kuhle? Mehr Kuhle. Mehr Kuhle. Mit der Waffe schieße ich lieber gern so. Mir sind die Aufladungen zu schade. Ehrlich gesagt. Und ich würde sagen, wir lösen. Was? Noch jemand? Alter! Den hat's mitgestreift. Mein Loot. Mein Loot. Ist der noch da hinten? Ich glaube, der ist noch da hinten. Ich laufe mal schnell da durch. Oh, da ist sogar noch mehr. Wow. Da hat jemand geschlafen. Also sich was da zurechtgemacht. Da ist lauter Klumpert. Ich sammle das mal auf die Schnelle ein. Schub, 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 schub. Alles fertig, alles fertig. Ratter, 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 ratter. Na, das ist echt. Ratter, 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 ratter. Schnell wechseln die Seite. Passt. Nicht schlecht. Also ich muss echt sagen, da haben sie sich wirklich wieder mal selber übertroffen. Geld findest du auch. Und weg ist er. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Ich habe noch ein paar Schuss. Ich glaube, die haben sich's anders überlegt. Funhouse. Ganz ehrlich, wenn so ein Wahnsinniger wieder spricht, ne, und der beschreibt einen Dungeon als Funhouse, bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich lustig wird. Also für ihn wahrscheinlich schon, für uns wahrscheinlich eher nicht. Da, Becherlein sammeln wir noch ein. Sammel, 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 sammel. Bechileins, Bechileins, sammel, sammel. So.
Warte mal, wie schaut's denn mit unserem Inventar aus? War gar nicht so schlecht eigentlich. Geht. Geht. Wir haben hier den Schrott eingesammelt. Dann schauen wir uns das Ganze mal an, oder? Look, look. So. Hallo. Schön, wir haben noch kurz unsere Ruhe. Das heißt, das bedeutet, wir investieren unseren Skillpunkt in was Tolles. In was weiß ich noch nicht. Aber es wird sicher toll. Na, ich würde sagen... Ah, da sind wir schon fertig. Da geht nichts mehr. Schön. Dann wird es selbstverständlich... Keine Ahnung. Wir haben keine Steampacks eigentlich mehr. Das hätte ich halt gern gehabt, auch. Das dauert aber allerdings auch noch. Wie schaut es bei dir aus? Dauert auch noch. Hacker eventuell. Wiederverwerter. Verwertest du Waffen oder Rüstungen, erhältst du seltene Komponenten wie Schaltkreise, nukleares Material oder Glasfaseroptik. Gegenstände mit favorisierten Komponenten werden markiert. Wäre auch nicht schlecht, vor allem fürs Bauen, ne? Das wäre alles gar nicht schlecht. Was bist du? Strahlungswaffen verursachen jetzt doppelten Schaden. Und Fusionskerne halten 50% länger. Das nehmen wir. Aber schon flotti. Das nehmen wir. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir gern. Das nehmen wir gerne. Das nehmen wir gerne. Was bist du? Willkommen im Fallhaus. Servus. Ich bin mir recht sicher, dass ich kein, dass wir keinen Spaß haben werden. Ja, ja. Boah, wenn ich den erwische, ne? Da ist mir dieser Sito viel lieber. Der war so nett. Und seine Gorilla-Freunde. Also seine Familie. Die waren so nett und da kommst du bei sowas rein, ne? Wo gehen wir zuerst lang? Große Tür, kleine Tür. Was? Er ist auf der anderen Seite festgekettet. Ist logisch. Bitte, was war denn das jetzt? Ein Kickball. Bist du auch ein Kickball? Ein kaputter Kickball. Was bitte war das jetzt? Auf jeden Fall, bevor wir da reinhatschen, ich muss nochmal ganz fix so eine Köterkeule verspeisen. Wo waren die? Oder ich nehme... Boah, das kann schon 600 heilen, ne? Ich nehme das da. Ich nehme einmal das. Und, irgendwas Leichtes zum Essen. Ich werde ein paar Nuka-Cola-Dingens da verknüsen. Weil die könnte ich auch mal alle wegsaufen, ne? Oh, das müsste reichen. Für die Kronkorken und so, ne? Aufgeladen sind wir. Keine Sorge! Die Spiegel sind zu dreckig, um irgendwas zu reflektieren. In deinem Fall ist das wohl ein Vorteil. Aber jetzt nicht im Ernst. Diese Räumlichkeiten mag ich überhaupt nicht. So ein Kackaffe. Und Ghule. Ich kann sie schon hören. Ja. Sie sollten in Zukunft besser aufpassen, wo sie hintreten. Danke, Eda. Das wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen. Also wirklich? Gib nicht auf. Du machst das super. Habt ihr das gehört? Da hinten lebt einer. Ein Ghul. Aber nicht mehr lang. Passt. Boah, wo kommt der jetzt her? Der ist auch total unheimlich, der Kerl. Das ist echt doof mit diesen ganzen Bömpchen hier. Hast du dich verlaufen? Na, geht eigentlich noch. Oh. Wieso ist denn der so unfreundlich? Da, ich sehe dich.
Ein Raider, den hat's auch schon erwischt. Na, sauber. Nicht schnell genug. Ja! Ich hab sie entschärft. Ich war schnell genug. Super. Okay, das gehört dem Raider. Alles klar. Ja, geht's jetzt da lang weiter? Eda, was meinst du? Oh, also wirklich? Gib nicht auf! Du machst das. Ist das jetzt der Eingang oder der Ausgang? Tür öffnen. Hallo. Licht. Mist, das war eine Seite. Ich wollte die andere noch anschauen. Da müssen wir hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, da lang. Falsch. Da lang. Hier lang. Da lang. Hier lang. Da wollte ich mich noch umschauen. Hallo. Na? Smarter Typ. Ja, deshalb. Schau mal. Na toll, Vorkriegsgeld. Mir war das nicht. So, so, so. Halt. Da, da und da. Und hier und so und... Was? Gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Ist ja gar nicht wahr. Weißt du, was ich alles mit hab, du Trottel? Das kannst du gar nicht wissen. Aber wir haben mehr als genug zum Verknusen. Oh. Wie kann man dieses Klumpert jetzt wieder ausschalten? Oder muss ich da jetzt einfach durch? Tatsächlich, einfach durchsprinten, ha? Oder wie? Na, das klappt ja nicht. Moment, steht da um jemand? Oswald, der Ungeheuerliche. Da geht ja auch nichts, ne? Bei der Tür. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Ich hüpfe einfach mal. Bombe. 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 Nichts erwischt. Irgendwie nur Glück gehabt. Toll. Wasser. Das ist aber nicht dein Ernst. Soll man da durch die Gegend hüpfen oder was? Tatsächlich, das meint er ernst. Gut, da kann ich schon mal speichern. Da kann ich bei jedem Hüpfer, den wir schaffen, kann ich schon mal speichern. Weil, wenn ich da ins Wasser fallen tue, komme ich wahrscheinlich mit der Powerrüstung. Okay, ist nativ. Ist nativ, aber wir haben schon was entdeckt. Ja, ja, ist schon gut. Wie schnell kann der bitte aus dem Wasser laufen? Das ist ja Betrug. Ja. Komm her. Schau, da bin ich. Ja, komm. Dann kann ich dich leichter looten, wenn du draußen bist. Ha? Au. Du Schwein. Hey, nicht getroffen? Was ist das jetzt für ein Betrug? Das gibt's ja nicht. Warum triffst du denn jetzt noch? Okay, die Ärmchen. Nein. Besser die Ärmchen nicht. Eher mehr den Torso. Jetzt wird's schon hinhauen. Geht ja. Trifft den Arm nicht, weil er durch den Rücken zu dem Arm schießt. Ja, in dem Fall war es nicht ganz logisch. Moment, da geht's rüber. Hm? Wo geht's hier lang? Ah, das hilft mir nichts. Okay. Boah, das schaut cool aus irgendwie. Ich wollte nur mal nachschauen. Hoppala. Okay, so geht's nicht. Entschuldigung. So. Etwas essen wäre nicht schlecht. So, nochmal. So. Und. Ah, wuh, geschafft. Irgendwo schlummert in mir doch noch ein bisschen Skill. Ah, jawohl. Ha, sehr gut. Ich meine, bitte, das kann doch jeder. So. Da tun wir was entsperren. Wenn es mir gelingen tut. Und dann ist der Part eh schon wieder zu Ende. Habe ich schon mal gesagt, dass ich es liebe, dass man bei Fallout überall speichern kann. Immer wieder, wann man möchte.
Hier wäre ein Wort. Nein. Das? Nein. Das? Nein. Cool. Ja, cool, richtig. Funhouse, Halle der Halluzinationen. Wunderbar. Verringere. Was? Verringere Übelkeit aktivieren. Verringerte Übelkeit, so. Ja, System auf verringerte Übelkeit gestellt. Super. Ja. Verringerte Übelkeit. Hallo. Ja, benutzen. Sicherheitstürsteuerung. Öffnen. Passt. Passt, dann sind wir jetzt hier. Alles klar. Tja. Dann halt hier, ne? Oh mein Gott. Ach du Heilige. Eine Wand. Ach so. Nur eine Wand. Ich glaube, ich bleib gerade stecken. Warum bleib ich hier stecken? Hast du dich verlaufen? Na, wie bleibt da voll stecken? Ist da nochmal eine Glaswand? Ich sehe das gar nicht so. Wo bitteschön soll es denn hier weiter? Hier? Auf meine Stimme. Du wirst sterben. Ja, ja, schon gut. Schau, ein Raider. Ja, nehmen wir gerne mit. Und da. Cave. Ausgabe 3. Was bekommen wir? 10% Nahkampf, also Nahkampfwaffenschaden. Hm? Ja. Auch nicht schlecht. Freilich mache ich das super. Was hast denn du gedacht, du komischer Kauz? Das ist ein komischer Nagel, echt. Gut. Ich glaube, wir sind weiter. Ich glaube, wir sind weiter. Das schaut schon aus, als wenn da eine Glaswand wäre. Nein, nicht einmal. Doch, ist eine. Da bist du deppert, ey. Und sowas macht Spaß? Ja, Ed hat's gefunden. Sowas macht echt Spaß? Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Alter, was haben die denn immer für einen Stress? Ich will mir das ja auch anschauen. Wenn ich schon mal bei so einem Vergnügungspark bin, will ich ja auch Spaß haben. Idiot, Idiot. Aha. Alter, und da gehen echt Leute durch und werden dann nass und die haben echt Spaß dran? Die haben echt Spaß dran wahrscheinlich. Oh. Ja, toll, Eder. Hoppla. Super. Der Fuß. Da. Sind wir durch? Schaut's aus. Großartig. Und nun? Ist ihr schon schwindelig? Na, geht's. Na, so schlimm ist jetzt auch wieder nicht. Ich meine, bitte, das war jetzt eh sanft eingestellt. Das kann man bestimmt schlimmer einstellen. Und ich bin nicht mal nass geworden. Exit. Freilich, Exit. Kann mir mal bitte einer sagen, wie das bitte geht? Schaut das cool aus. Das schaut gerade echt cool aus. Wie geht denn das? Bitte klebt man das einfach so an die Wände? Oder kann man das den ganzen Teil hier drehen? Nicht schlecht. Da fangst du echt deppert werden an. Oh. Party time. Ein wilder Ghoul, ja. Au. Ähm.
Was? Geht die Tür wieder zu. Jawohl. Was? Jawohl. Und bam. Jawohl. Die Äther. Wir räumen gleich mal auf. Hey, Scheiße. Puh, da ist allerdings schon ein bisschen komisch. Warte. So. Den haben wir schon. Den haben wir auch. Den noch nicht. Stärkend. Lederrüstung. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz, je niedriger deine Gesundheit ist. Bis zu plus 35. Oh, das ist aber alles nicht schlecht. Ach, mein Gott, du bist lästig. Ja, und jetzt? Toll, jetzt soll ich wissen, wo es da rausgeht, oder wie? Ich lasse einfach... Ich hoffe, die Türen bleiben... Nein, die bleiben natürlich nicht offen. Das soll ich jetzt wissen, oder was? Wie ich da jetzt wieder rauskomme. Okay, das ist eine Sackgasse. Na hey, will da raus. Ui, ein Klo, ja. Ja. Wo gehst du denn hin? Wenn du so weitermachst, verhungerst du da drin. Mein Gott, der nervt. Wenn ich den erwisch, ich schwöre. Wie hieß der? Oswald? Den... Der kann dann... Da kann er was erleben. Was bist denn du? Etwa eine Türbombe-Dings. Was ist denn das bitte alles? Habe ich da aus Versehen was entschärft? Ja. Wow. Ja? Hast du dich verlaufen? Aha, da geht's weiter. Na? Da geht's weiter dann, ne? Muss ich jetzt mitzählen? Eins? Wow. Na? Boah. Puh, das war jetzt noch Glück. Diese Kacktür. Also die erste Tür. Ui. Puh. Boah. Pokern, ne? Alter. Schauen irgendwie aus wie die Monster von Monster AG. Oh, der Party schlank zu Ende. Entschuldigung, voll die Überlänge. Voll vor lauter... Oh, Klubschen. Komplett übersehen, dass wir schon weit... Boah, viel Überlänge haben. Na gut, das nehmen wir alles noch mit. Ich mache mir kurz eine Notiz. Zweite Tür. Wo tun wir das hin? Da. Zweite Tür nach links. Und weiß. Damit ich den Weiterweg weiß. Um Gottes Willen. Entschuldigung für die Überlänge. Aha, vor lauter. Oh, da geht's weiter. Und wow, und jetzt. Und boah, und so. Alte Schwede. Entschuldigung. Hab ich vergessen, aufzuhören zu spielen. Es ist halt so, manchmal ist es halt einfach nur lustig und ja, spannend vor allem auch, so wie hier. Na gut, ihr Lieben, ich mache jetzt Schluss. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!